Moin und willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich dir, wie man ESX manuell installiert. Dieses braucht ihr dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel wie bei mir hier auf Zaposting einen Server installiert habt und ihr habt MySQL als Ressource installiert und Essentials Mode. Wenn ihr Essentials Mode habt, könnt ihr nicht gleichzeitig auch ESX am Laufen haben. Das geht von Zaposting nicht. In dem Fall müssten wir ESX manuell installieren. ESX ist kurz erklärt diese Grundlage für einen Server. Das braucht man nicht, aber das wäre empfehlenswert, wenn man das hat. Weil durch ESX kann man Dinge einkaufen, man hat eine große und bessere Datenbank, wo man User verwalten kann, wo man Waffen in den Waffenshop hinzufügen kann, wo man Dinge in den Shop hinzufügen kann. Dann hat man einen Vehicle-Shop, den man eben eigen konfigurieren kann, welche Fahrzeuge jetzt rein sollen, für welchen Preis, für welche Kategorie. Und viel mehr. Man kann sich Jobs holen, man wird bezahlt, also so ein Lohn und alles weitere. Das ist sozusagen die Grundlage von jedem Server. Und jetzt zeige ich dir, wie man ESX manuell installiert. So, jetzt habe ich nochmal zur Veranschaulichung beide Dinge installiert. Einmal MySQL Async und Essentials Mode. Wenn ich jetzt hier auf ESX drücke, auf Installieren, dann sehen wir hier, oh, da gibt es einen Konflikt mit Essentials Mode. Damit wir das umgehen können, müssen wir ESX manuell installieren. Ich habe mir jetzt bei GitHub jetzt einfach mal so eine ESX Version 1.2 herausgesucht. Die können wir auch einfach mal hier downloaden. So, wenn wir es gedownloadet haben, sehen wir hier einen Ordner. Wenn wir den öffnen, sind da alle ESX-Dinge drin. Bevor wir die jetzt hier in den Ressourcenordner reinziehen, müssen wir eine entscheidende Sache noch machen. Und zwar müssen wir einen Ordner erstellen, also ein Verzeichnis, der genau, Klammer auf, ESX, Klammer zu heißt. Nicht anders, der muss so heißen. So, dann gehen wir hier rein und sehen wir, natürlich ist da nichts drin. So, dann gehen wir hier einmal drauf, dass alle Dinge kommen, machen einmal STRG A, damit wir alles auswählen, ziehen das hier rein. So, das sind jetzt ca. 1000 Ressourcen, das sollte nicht so lange dauern und dann melde ich mich gleich nochmal, wenn alles drin ist. In der Zwischenzeit können wir ja schon mal in unsere Datenbank gehen, weil das ist ja nämlich auch nicht unwichtig. Und zwar sind wir bei mir bei Zaposting einfach mal ein bisschen runterscrollen, dann kommen wir hier unter Werkzeuge auf Datenbanken. Dann kommt ihr in dieses kleine Fenster hier. Das sind eure Anmeldedaten, die ihr verwenden müsst. Und zwar geht ihr dann hier auf Verwalten und dann meldet ihr euch hier an. So, wenn ihr dann jetzt hier angemeldet seid, dann klickt ihr einmal hier auf euren Namen, bis dann hier Tabellen kommen. In dem Fall gibt es noch keine Tabellen, weil ihr die SQL jetzt erst einfügt. So, ich habe jetzt nochmal diese andere Tabelle gelöscht, die Users-Tabelle, damit das jetzt so aussieht, wie es bei euch aussehen würde. Und zwar gibt es keine Tabellen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, eine SQL einzufügen. Die erste Variante ist, hier oben auf SQL zu gehen und dann gehen wir jetzt hier in unseren FTP-Browser, auf ESX Final SQL, dann Ansehen bearbeiten, dann STRG A, STRG C zu schließen. Und dann einfach STRG V in diesem Kästchen machen. Das ist dann die SQL. Und dann hier auf OK. Dann lädt das. Dann kommt hier sowas. Dann müssen wir einmal hier refreshen auf dem grünen Pfeil. Und dann sehen wir beim nächsten Refresh, voilà, da kommen jetzt ganz viele einzelne Spalten. Genau. Die zweite Methode ist, dass wir die SQL auf den Desktop ziehen. Dann hier auf Importieren gehen. Und dann die SQL entweder per Drag and Drop hier reinziehen oder dann eben hier auf dieses Datei wählen Symbol gehen. Das geht nämlich auch. Wenn ihr die SQL dann reingefügt habt, müssen wir noch eins machen und zwar die Ressourcen in der Server Config reinschreiben. Dafür gehen wir jetzt hier in unseren FTP Browser zurück und dann hier auf unsere Server Config. Dann Ansehen bearbeiten. Und jetzt sind da schon mehrere Dinge drin, genau. Das ist jetzt unsere Server Config. So, damit wir jetzt nicht alles einzeln eintragen müssen, alles einzeln reinschreiben müssen, habe ich mir jetzt nochmal so eine Server-Config ausgesucht, wo so nämlich schon ESX drin ist. Hier gehen wir dann rein und dann kopieren wir erstmal das hier raus. Gegebenenfalls sind die anderen Sachen schon drin, das heißt, wir bräuchten eigentlich nur Start ES Extended. Einfach STRG C, dann gehen wir jetzt hier ein, zwei Zeilen runter, dann fügen wir das da rein und dann gehen wir wieder hier rein. Und ziehen von Start Chrome bis Start ESX Tief runter, STRG C und dann eben STRG V. Und das war's dann auch schon. Dann könnt ihr hier speichern und dann wieder hochladen. Und dann war's es auch schon. Jetzt könnt ihr euren Server starten und dann mit ist dann ESX manuell installiert. Gegebenenfalls müsst ihr auch mal ein bisschen gucken. Bei diesem hier habe ich jetzt zum Beispiel gesehen, dass es ein ESX Tief gibt.
oder ESX Cruise Control oder ESX RP Chat. Beim normalen ESX ist es nicht mit dabei. Das heißt, diese Startsachen könnt ihr rauslöschen. Wenn ihr es nicht tut, ist es nicht schlimm, weil wenn er die Ressource eh nicht finden kann, kann der auch nichts starten oder kann der auch keinen Error auslösen. Und sonst sollte alles im grünen Bereich sein. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach unten in den Kommentaren melden. Und dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen und dann bis zum nächsten Mal.